Als mein Bruder und ich im Verlies des Sultans waren, gaben wir uns gegenseitig Kraft. Radu war zart beseelt und was er sah, nun, es machte ihm schwer zu schaffen, während ich es auf eigenartige Weise faszinierend fand. Das Ritual des Todes kann exquisit sein. Leben auszulöschen ist manchmal durchaus kunstvoll. Nun sucht Radu in meinem Tod Trost. Er wollte mir nicht folgen, als ich loszog, um die Walachei zurückzuerobern. Er fühlte sich verraten, weil ich ihn verließ. Er hat es nicht verstanden. Radu fühlt sich nun als Türke, während ich der Feind aller Türken bin. Das Band der Brüderschaft ist zerrissen. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Legends. Und wir sind hier in der Legendenkampagne von Vlad Draculea in Kapitel 2 angelangt. Und das ist nach seinem Bruder Radu benannt. Die beiden waren gemeinsam, wie er hier gerade berichtet hat, im Verlies des Sultans der Türkei. Und haben sich da so ein bisschen auseinandergelebt. Radu hat sich jetzt den Türken angeschlossen, während Vlad sich ja nach anfänglichem Bündnis mit den Türken gegen die Ungarn jetzt auf die Seite der Ungarn geschlagen hat, also einen Seitenwechsel vollzogen hat und nun der Feind aller Türken ist, nachdem wir auch in der letzten Folge General Basir und die türkische Armee vernichtend in der Walachei, nachdem wir sie zurückerobert haben, geschlagen haben. Und nun ist anscheinend unser Bruder ein weiterer Feind, den es zu bekämpfen gilt. Aber der gute Vlad Draculea nimmt es ja relativ gelassen und ich denke mal, so sollten wir es auch sehen. Und gucken wir uns einfach mal die Aufgaben hier in diesem zweiten Kapitel Radu an. Auf geht's! Seid gegrüßt, mein Freund. Ihr habt mir gut gedient. Es betrübt mich, dass Radu mich jagt. Er hat mich bis zur Burg Poenari verfolgt. Nun nimmt er sie Stein für Stein auseinander, um mich zu kriegen. Die Flucht scheint einzig nach Transsilvanien möglich. Wir müssen die Brücke über die Schlucht wieder aufbauen und die Burg auf diesem Weg verlassen. Ich habe die Lykanthropen der Gegend um Hilfe gebeten. Die Wolfsmenschen helfen, Poenari zu verteidigen, während die Brücke gebaut wird. Ich schicke nach meiner Gemahlin Elisabetta, wenn wir einen sicheren Zufluchtsort gefunden haben. Ich will sie nicht unnötig in Gefahr bringen. Ja, ein sehr edler Gedanke, den Vlad Draculea da findet. Der walachische Prinz, der jetzt hier in der Burg Poenari von seinem Bruder sozusagen eingekesselt wird. Wir müssen die Brücke nach Transsilvanien wieder aufbauen, denn dahin sollen wir dann auch fliehen. Und die Lykanthropen, die Wolfsmenschen, sollen uns dabei helfen, uns zu verteidigen, wie es aussieht. Ich denke mal, die Brücke sollen wir jetzt auch fertigstellen. So sieht's aus. Sieg baut Stein ab, um die Brücke fertigzustellen. 1000 Stein werden dafür benötigt. Und verloren ist diese Mission, wenn Vlad Draculea, unser Burgherr, stirbt. So, Baumeistergilde, Aussichtsturm, Verteidigungsturm, Feuerdrachling, das ist auch speziell nur für die bösen Einheiten, den kennen wir noch nicht, den haben wir nur gegen uns eingesetzt bekommen. Janibas hat den zum Beispiel in der Eiskampagne gegen uns verwendet. Feuerdrachling, die in Käfigen an die Burgmauer gehängt werden, Beispiel. Beschwein angreifende Truppen mit ihrem feurigen Atem, nur Dark Lords können sie verwenden, das sind wir jetzt ja. Ist eigentlich das Pendant zum Eisspiegel bei den Eiseinheiten, kann man so sagen. Brunnen, Statue, kennen wir, bringt Ehre. Burgküche, Schweinezucht, Gemüsegarten, Aalteich, Eisenmine, kennen wir eigentlich alles. Oh. Und da sind sie auch, die Lykanthropen. Die Wolfsmenschen. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, Herr. Gut, Januar 1462. Und hier ist unsere Armee, will ich sagen, wobei das nicht wirklich eine Armee ist, die wir hier bisher haben. Und so, wo ist denn erstmal unser Gebiet? Hier überall. Okay, das ist ein echt großes Gebiet. Und hier ist der ganze Stein. Eieiei, okay. Also hier können wir das Vorratslager nirgendwo platzieren, aber das ist schon sehr viel Stein, den wir hier haben. Aber wir müssen ja auch 1000 Steine beschaffen. Und ich würde sagen, wir platzieren das Vorratslager hier direkt an dem Weg, wo wir den Stein als erstes bekommen. Weil Stein ist hier die Hauptaufgabe und deswegen werde ich die auch so wahrnehmen. Zack. Sire, die Truppen eures Bruders marschieren auf unser Land zu. Sie sind viel zu groß, als dass wir sie aufhalten könnten. Unsere einzige Hoffnung ist es, die Brücke nach Transsilvanien zu reparieren und zu fliehen. Ja, das sind doch schöne Aussichten.
So. Dann wollen wir hier erstmal die Grundlagen legen. Das passt da nicht hin, my lord. Wie so oft. Seelgruben haben wir denn hier auch irgendwo? Wald. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Dann hier erstmal so dicht wie möglich die Steinbrüche hochziehen. Zack. Und zack. Sire, im Graben unter unserer Burg gibt es ein großes Steinvorkommen. Wir müssen baldigst Stein abbauen, denn wir brauchen starke Wälle, wenn wir den Zorn eures Bruders standhalten wollen. Ja, Wälle brauchen wir zum einen, aber wir brauchen natürlich auch den Stein komplett. So. Eisen wäre auch keine schlechte Sache, weil wir haben hier viel Eisen. So, ich drehe das mal wieder so ein bisschen. Ich setze da nochmal eine Seelgrube hin, das müsste jetzt erstmal reichen. Zwei Gehöfte haben wir gebaut. Dann fangen wir doch mal an. So, 100 Steine haben wir schon, aber davon wird gleich ein bisschen was weggehen, weil Kasernen werden wir definitiv brauchen. Ich muss nur gerade hier mal gucken, wie wir den Platz hier wirklich am effektivsten ausnutzen. Ist eigentlich ganz schön gelegen hier, die Burg. Wobei eine Burg ist es nicht wirklich, das muss man so fair dann doch sagen. So, die kann mal hier hin. Und die Waffenkammer, ja, kann man hier oben hin. Dann können wir hier so die... Euer Zeichen, Sire? Die Rüstungsindustrie, sage ich schon fast, hinbauen. So, die Holzfäller gehen jetzt alle nach unten. Gehen die auch nach unten? Dann ist nämlich unten das nächste, was wir bauen können. Und ich glaube, wenn wir so viel Geld haben, kaufe ich nochmal genug Holz, damit wir nochmal zwei Steinbrüche tatsächlich platzieren können. Schön dicht aneinander natürlich. Zack. Und nochmal ein. Hier neben. Dann nochmal zwei Ochsenjoche. Das müsste dann eigentlich erstmal ausreichen, hoffe ich. Zack, und geht da nicht noch irgendwo eins hin? Kommt schon, Jungs, das muss hier hingehen. Ich will natürlich jetzt auch nicht das Steinvorkommen zubauen. So, packe ich jetzt erstmal einfach dahin. So, die gehen jetzt schon ihrer Arbeit langsam nach. Das ist gut und schön. Brauchen auf jeden Fall Holz. So, gehen alle Holzfäller dahin oder wo dingsen die jetzt ihr Holz? Die anderen Holzfäller meine ich. Könnte natürlich auch hier hinten noch was bauen. So fast außerhalb der Burgmauern, aber das wäre noch denkbar zumindest. Denn wir brauchen ein wenig Holz, oder? Also so einfach ist das einfach. Und solange wir noch keine Mauern haben, baue ich da mal ein bisschen was hin. Und ich weiß gerade auch nicht, welche Ansicht hier vorteilhaft ist. Und so viele Wolfsmenschen sind uns jetzt hier auch noch nicht zur Hilfe geeilt. Also, nun gut. Essensrationen sehen ordentlich aus. 6 Monate. Wie schön. Gehen wir mal ein bisschen auf Steuern. Weil noch haben wir nicht wirklich das Gut, um uns hier groß zu profilieren. So stark muss man das sagen. Okay, und fehlt hier auch mal wieder ein wenig an Holz. Zack. Dann auch hier ein schickes Gehöft hin. Da müssen wir ja wirklich aufpassen, dass die Nahrungsrationen uns nicht ausgehen. Wir können auch keine Käserei machen, sehe ich gerade. Sire, die Wolfsmenschen, die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Okay. Wo sind sie denn? Da oben kommen sie. Wie können wir dienen? Oh ja, das ist dieses Katapult. Das ist ja geil. Werwolfwerfer. Nice. Die Wolfsmenschen haben ein seltsames Wurfgerät mitgebracht, my lord. Nicht schlecht. Baumeister zu Diensten. Brücken vor. Das kann hier gleich mal so an die Grenze gehen, würde ich sagen. Ich finde die Map hier übrigens echt cool. Auch hier hinten so. Da wird die Brücke nach Transsilvanien fertiggestellt, denke ich mal. Ich hoffe jetzt, wir haben den Weg nicht zugebaut mit den Kasernen. Ich befürchte es aber gerade. Deswegen werde ich die mal abreißen. Und dann doch hier hinten hinsetzen. So, dann kann die Brücke da auch gebaut werden. Nicht, dass wir deswegen am Ende die Mission verlieren. So, da gehen die schon fleißig ans Holz hacken. So wollte ich das haben.
Da unten werden wir ihn hoffentlich bald nochmal ein bisschen mehr platzieren können. Ich überlege, ob wir halt schon einen Wall bauen sollten. Aber es ist gerade echt so ein bisschen knifflig mit dem Holz. 5 Monate noch. Das geht noch einigermaßen. Aber Holz brauchen wir praktisch für alles. Für wirklich alles. 64 haben wir jetzt. Oh, scheiße. Das passt da nicht hin, my lord. Radus Vorhut. Das ist natürlich gar nicht geil. Wo denn? Von wo greifen die denn an? Die werden doch bestimmt von hier unten angreifen. Wir werden angegriffen! Jo. So, erstmal hier provisorischen Wall hoch. Einfach einen Turm ran. Und eine Treppe. Wir müssen da jetzt ein bisschen sparsam sein. Bogenschützen bereit machen. Und die Bogenschützen einfach mal. Rauf auf die Welle! Genau, rauf auf die Welle. So sieht es nämlich mal aus. Boah, was zur Hölle geht ab? Braucht ihr etwas? Ort bekannt. Kommt mal ran hier. Los. Shit. Boah, das sind nicht gerade wenige, du. Ziehen los! Wie lautet der Plan? So, Angriff. Hehehe, die sind geil, ey. Unsere Truppen werden angegriffen. Die gefallen mir gut. Wir sind eure Leute. So, killt den mal, sehr schön. Die Lanzenträger hier auch ein bisschen näher ran. Unsere Werkzeuge sind bereit. Boah, die sind ja krass heftig. Hätte ich nicht gedacht, diese Werwolfschleuder ist richtig geil. So, ich denke mal, die Pikeniere haben ja jetzt keine Chance durchzukommen. Stehen zur Verfügung. So, geht mal hier rüber zu den Bogenschützen. Die sind relativ anfällig. Boah, das ist also die Vorhut, ja? Krass. Sehr, sehr krass. Okay. Rekruten benötigt, Sire. Okay, auf die Welle, auf die Welle. Der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelehnt. Shit. Los, los, los. Umwerfen, umwerfen, umwerfen. Ey. Gebt uns etwas zu tun. Das gibt es doch nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und die zerbomben jetzt schön die Welle. Das ist unmöglich. Ach du Scheiße, Leute. Vlad, komm mal ran hier. Euer Gnaden, wir sind einsatzbereit. Ich denke mal, du wirst gebraucht. Eure treuen Bogenschützen. Kacke, ey. Der Burgherr wird angegriffen. Von wem denn? So, beschwör mal hier deine Barbos. Die gehen mal hier auf das Katapult drauf. Und gehen wir dann da hinten drauf, schön. Damit der Wall auch nicht fällt. Wie können wir dienen? Gute Sache. Baumeister zu Diensten. Okay, da greifen die Vlad durch an. Unsere Truppen werden angegriffen. Ist natürlich ein bisschen räudig. So, dann schießt die ja mal ab, Jungs. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen suboptimal. Unsere Bögen werden Ach du singen. Scheiße. Boah, ob wir das hinkriegen werden, Leute. Waffen benötigt, Sire. Da bin ich nicht so optimistisch. Denn Radus Vorhut ist ziemlich nah und da werden noch deutlich mehr Truppen kommen im Laufe der Zeit. So. Ein paar Fallmachereien dürfen es dann definitiv schon sein. Wir sind bereit. In Bewegung. Okay. Die Fallschleudern räumen wenigstens ein bisschen was weg, aber allzu viel ist das natürlich auch nicht.
Und wir müssen ja wirklich gucken, dass wir uns gegen Radus Vorhut verteidigt kriegen und die Flucht nach Transsilvanien antreten können.